Moin, sind Sie herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Story Mode. Ja, im letzten Part sind wir endlich nach... Was heißt endlich? Wir hatten eine schwere Reise durch die Nether, hatten einige Konflikte innerhalb der Gruppe zu lösen. Unter anderem, was heißt unter anderem? Der Konflikt war zwischen Lukas und... Stammhirnentfakt, der Name ist weg. Oh Gott, wie hieß er? Axel. Ich glaube, bei diesem Teil werde ich irgendwas einblenden oder einschneiden wahrscheinlich. Naja, wir werden schon sehen. Fakt ist jedenfalls, wir sind jetzt durch die Nether gekommen, sind jetzt hier beim Palast oder vor, ich sag mal, Base, nämlich Basement von dem Hauptsitz vom Order of the Stone. Ja, jetzt geht es darum erstmal, dass wir herausfinden, wo die anderen sind. Dazu reden wir jetzt erstmal mit Lukas. Find anything useful? Not sure about useful, but definitely interesting. There is a lot of history in this room. Ach, Geschichte. Da habe ich eine 4 auf dem Zeugnis. Ja, ich halt mein Maul. Was gibt's denn alles hier? Ein Buch. Ich kann the battle was fierce, but the Order of the Stone emerged triumphant, saving the land and ensuring that peace and prosperity would reign forever. Well, not exactly forever. These five members, five friends, together would give so much to gain their rightful place as five heroes. They would author their own end. They would slay a dragon. Ivor was a member of the Order of the Stone? The stories never mentioned him. This is so okay. Crazy. There must be a reason he's never been mentioned. Maybe he was different back then. Maybe they kicked him out. This is so crazy. Alter. The Order might not be what we thought they were, but Petra is still out there. That monster is still out there. Jesse's right. We need to focus on what we came here to do. Where do these stairs go? Only one way to find out. Alter Schwede, ey, das wird... Das ist eine richtig interessante Entwicklung, wenn Ivor früher mal ein Member da war und die eigentlich so eher ihren eigenen Tod ist cool. Wow. Zusammen machen wollen. Ich lasse es mal reden. What happened to the walls? More like what happened to this whole place. This must have been where they met. So where are they then? Gabriel said that once we find the temple, the amulet would lead us to the Order of the Stone. Well, what are you waiting for? Pull it out then. Puh, das ist schon schwierig, muss ich sagen. Ich habe eine Idee. Is something supposed to happen? Well, that was a letdown. There's got to be something we're missing. Look around and see if you can find anything. Jetzt kann ich ja immer wieder reden. Das würde tatsächlich einiges erklären, weil überlegt mal, der war so sauer und auf diese Gespräche, was er unten gemeint hat, überrascht mich zu sehen oder das, was er alles gesagt hat, keine Ahnung, ich glaube, das war Part 2 oder so. Das müssen wir überlegen, da muss irgendetwas zwischen ihnen vorgefallen sein, irgendetwas Wichtiges. Ob die sich da gestritten haben, also ich glaube, die haben sich bestimmt gestritten, weil der Ivor eine andere Meinung hatte als die anderen. Entweder das, oder aber Ivor hat irgendeine scheiß Mod-Serien rausgehauen. Egal, wir reden erstmal mit allen. What you looking at? Nothing. Whatever. Axel? I was just trying to figure out where Petra might be. I mean, I know she's gonna be fine, but I was just curious. We're gonna find her. Okay. Hey, da... Moment, also einfach jetzt mit Lukas reden? Okay. Da hinten geht's ja noch weiter. It's the same as the amulet. Gehen wir gleich hin. Erst mit allen reden. Find anything interesting in that book? The only thing I found so far is that the amulet was used to track the positions of the members of the order. And does it mention it's less technical and well, more historical. Habe ich eine 4. Alter, aber die Map. It's a map of the entire world. This is way nicer than the one in Endercon. Ist da Europa mit drauf?
Ja, ne, hier. Hier oben Afrika. Und hier liegt dann wahrscheinlich Alaska. So, Ruben! Oh Mann, Alter, das hey, blaue Ruben, Auge. Find any clues? Ich hab so ein schlechtes Gewissen. Oh. Mein armes Schwein. We're in the temple of the Order of the Stone. The Order's actual temple. Who'd have thought it, huh? A bunch of small towners like us wrapped up in an adventure like this. Yeah, it's pretty insane. I just hope we all come out the other side in one piece. Oh man. Use Amulet on. Mach ich doch glatt. Aber Leute, wir haben gerade gesehen, dass es hier hinten weitergeht. Also gehen wir da auch lang. Mit der Steuerung komme ich einfach so null klar, ey. Switch. Wir drücken einfach mal alle durch. Da gehen die an, okay. Was ist mit dem hier? Das hat jetzt nichts geändert, oder? Das hat was geändert. Das hat was geändert. Ändert das was? Ja. Also wartet mal. Der macht die beiden aus. Der die beiden ausmacht. Der hier macht die obersten drei aus. Was macht der? Der macht nichts. Zumindest nichts Wichtiges. Der hier. Der macht die untersten beiden an. Und der hier macht die beiden. Was hat er ganz rechts gemacht? Der hat das unterste angemacht, ne? Oh, der macht die drei gleich aus. Das ist interessant. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich die hier zum Laufen kriege, die obersten drei. Einmal die. Und jetzt den hier, oder? Ach, halt einmal. Es muss einen Weg geben, wie man nur die obersten beiden aktiviert. Ich mache nochmal kurz... Die sind alle offen, ne? So, der hier hat die obersten drei. Gib mir mal ganz kurz. Ich muss mal gucken, ob ich einen finde, der die obersten zwei macht. Nee, nicht ganz. Nein. Es wäre halt ganz gut zu sehen, ob es einen... Was hat der jetzt gemacht? Der macht nur den in der Mitte, oder? Ich glaube, dann ist der Fall klar. Machen wir den hier. Den hier. Und jetzt den hier. Wow. It's absolutely incredible. How did they build this? Okay. Now I'm impressed. This is what Gabriel wanted us to find. It's the order. It's showing where they are right now. Look, we don't know enough about how this thing works. Maybe the amulet only tracks them when they're on the surface. Or maybe it doesn't work when they're in the nether. We have to go off what we do know. Fuck. There are only two lights on that map. If there are only two heroes left, then we know what we need to do. Petra's relying on us. That Witherstorm is still out there. We know that Gabriel was trying to tell us something. We've got to find the Order of the Stone. But there are only two lights. There are only two members of the Order left? He said Sorin was missing. That leaves Magnus. Or Elagard. Okay, let's head out. I'm not going with you guys. I have to stay here. If I know Petra, she's probably doing everything she can to find this place. Okay. She's still out there. She has to be. Just stay safe, okay? If there's even a small chance she's alive, I have to stay. Go, get help. I'm gonna focus on making this place safe before nightfall. This temple is pretty big, though. If we're gonna have a chance at fortifying it, I'm gonna need some help. If, maybe one of you guys can hang back with me,
Sounds like Olivia'll have you totally covered while me and Jesse are out finding Magnus. Finding Magnus? You really think that's how it's going to go? We need Elagard. She's the world's greatest engineer. She'll figure out a way to stop that thing. We're trying to destroy it. And when it comes to destruction, Magnus is the master. You're a smart person, Jesse. Obviously, the smart thing to do is to go get Magnus. Ob das ein Zufall ist, dass die beiden hier diese Kalle haben. I think Axel meant Elagard. Scheiße! No. I don't think I did. Pretty sure Axel meant Magnus. Jesse, the point is, fuck! Going to Elagard. Oh, wie nehme ich jetzt? You've gotta come with me. Oh, scheiße. You're my best friend, Jesse. It's you and me. Like always. Okay, Leute. Ich habe absolut, und zwar wirklich absolut null Ahnung, wen ich jetzt wählen soll. Ich mache das Ganze einfach jetzt so. Ich hoffe jetzt, dass ihr nicht böse seid. Ich werfe jetzt für mich selbst eine Münze. Kopf ist Axel. Quatsch, umgekehrt. Zahl ist Axel. Und Kopf ist Olivia. Gut denn. Egal was jetzt passiert, egal was jetzt rauskommt, ich habe das nicht rausgesucht. Goggles. What? Der. I'm running out of things to say. Es ist Kopf geworden. Wir gehen mit Olivia. Olivia, you and I are going to Elagard. Awesome. Axel, you stay here with Lucas and get the place ready for when Petra shows up. What? With that guy? I'm right here. Come on, Axel. For Petra's sake. Fine, I'll do it. For Petra. I'll take it. Hauptsache Ruben kommt mit, das die Hauptsache. Guys? The fuck? Alles klar! Alles klar! The fuck? Oh! Next time on Minecraft Story Mode! Jesse and Olivia return to the Nether, intent on finding Elagard, the Redstone Engineer. And find themselves in a place of mechanical marvels, Redstone rarities. Amazing machines, limited only by the imagination of their brilliant creator. While the great storm grows, consuming everything in its wake, time is running out for our intrepid heroes. Did you send Ruben away or keep him with you? UN67%. Es geht zu schnell, es geht schnell. TJS Lucas or Alert Gabriel. Nur so wenig sind weggegangen. Okay, TJS Rescue Petra or Gabriel. Did you keep Lucas from leaving the shelter? Ich werde es gleich nochmal zeigen, wenn es das nochmal geht. Okay. UN67.2% of players let Ruben get a black eye. Ruben, ich schwöre, es tut mir so leid. Ich wollte dich doch nur safe haben. UN36.9% of players went back to save Lucas from the Iron Golem. Ich kann's nicht glauben. Ihr habt den einfach da unten gelassen? Hört mal, er hat's doch selbst gesagt. Wärt ihr nicht runtergegangen, dann wäre der gestorben. Hallo? Weiter. UN48.5% of the player helped Petra when escaping the Witherstorm. Gut, dass es da gleich ist, war eigentlich klar, weil es war eigentlich eine 50-50 Chance und andere finden halt den besser, andere sie. UN75.6% of the players convinced Lucas stay in the shelter. Was soll ich sagen? 24,4% sind halt einfach nur richtig miese haben halt einfach soziale Defizite. Gut denn. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das jetzt Episode 1, The Order of the Stone. Was soll ich sagen? Meine Meinung. Es ist typisch für Telltale natürlich nur auf Entscheidungen aufgebaut. Was ich auf der einen Seite geil finde, auf der anderen Seite aber auch so vom Storyverlauf her momentan noch nicht so sehr absehe, was das jetzt gebracht hätte. Weil, nehmen wir mal an, wir hätten Lucas dazu gebracht zu leaven. Was hätte sich dann groß geändert? Weil, als ich neulich schon mal einen Run hatte, da hat es aber leider beim Aufnehmen damals rausgehauen. Deswegen habe ich nochmal von vorne angefangen.
habe ich ungefähr bis zu dem Punkt gespielt, wo wir zum Tempel kamen. Und da habe ich Lukas einfach mal aus Troll weggeschickt, weil ich gemerkt habe, dass die Aufnahme für den Arsch war. Der Lukas kam dann auch später mit zum Tempel, also der war dann wieder mit uns. Zumindest dachte ich das. Fakt ist jedenfalls, ich bin echt gespannt, wie sehr sich manche Entscheidungen jetzt auf das Spiel auswirken werden. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass ich, wenn ich im Keller irgendetwas anderes genommen hätte, der Witherstorm trotzdem nicht erschienen wäre, also dass wir besiegt hätten. Ich denke, Axel hätte in jedem Fall das geklaut. Deswegen nehme ich mal einfach an, die wirklich wichtig... Ich frage mich halt, wenn ihr euch daran erinnert, wir haben ja Petra gesaved, da stand, sie würde es uns nicht vergessen. Vielleicht kriegen wir einen Kuss? Ich weiß es nicht. Man kann ja mal hoffen. Aber alles in allem, die Episode 1 war schon ziemlich gut, das muss ich sagen. Also, es hat mir Spaß gemacht zu spielen. Klar, es gäbe kein Minecraft-Story-Mode, wenn Minecraft nicht so am Boom wäre. Ich meine, keiner will jetzt irgendwie ein Telltale-Game sehen von zum Beispiel Payday oder sowas. Weil es einfach nicht so sehr populär ist. Ist halt im Minecraft-Universum, aber dafür haben sie es eigentlich ganz gut gemacht. Ich bin generell kein Minecraft-Fan, aber halt Telltale-Fan, deswegen spiele ich das auch. Und alles in allem, der erste Teil oder die erste Episode hat mir schon mega Spaß gemacht. Ich denke, ich gebe dem Ganzen auf einer Skala von 8 bis 10 für 22 Euro wohlgemerkt, die man dafür bezahlen musste, für 5 Episoden, 22,99, ist Episode 1 zumindest den prozentualen Teil, den man jetzt bezahlen müsste dafür, eigentlich schon das Geld wert. Ich habe jetzt insgesamt Aufnahmezeit von, ich glaube, knapp 1,5 Stunden bis 2 Stunden gehabt. Das ist ganz ordentlich, vor allem hierfür, weil ich denke schon, dass wir relativ durchgerusht sind. Und wir hatten, denke ich, auch an keiner einzelnen Stelle so wirklich Probleme. Und dafür ist die Zeit, die wir jetzt gebraucht haben, schon gut. Ich bin wirklich gespannt, wie sich die Story noch entwickeln wird. Ich bin wirklich gespannt, ob das Spiel an The Walking Dead heranreicht. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich glaube nicht, weil die Kritiken, die ich... Ich habe mich ja schon mal im Vorfeld ein bisschen informiert. Die Kritiken waren durchwachsen. Also The Walking Dead kam auf jeden Fall besser weg. Genauso wie The Wolf Among Us, was ich auch noch let's playen werde. Ich bin einfach gespannt, wie sich das Spiel noch entwickeln wird. Also, Episode 1 hat schon wirklich gut vorgelegt. Um das zu toppen, da muss jetzt in Episode 2 schon einiges Gutes passieren. Wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es gut wird. Es wäre schade, wenn nicht, aber... Naja, es gibt ja auch noch andere Telltale-Games, die auf jeden Fall großartig sind, von denen ich das auch weiß. Dann bedanke ich mich bei Telltale, dass sie mich in diesem Spiel erwähnt haben. And you. Und dass sie ihre Haustiere mit dabei haben. Okay. 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 Ich würde schon mal sagen, Leute, ich bin eigentlich... Wobei, nein, ich bin jetzt noch nicht weg. Ich halte jetzt mit euch noch bis zum Ende aus. Mit den ganzen Cats hier. Ginger, George. Was mit George passiert? Der ist gestorben. Das ist traurig. Gut. Mein Resümee habt ihr ja schon mitbekommen. Ich bin wirklich gespannt, was uns in Episode 2 erwartet. Ich hoffe nur, dass der Coinflip mich jetzt nicht bereuen lässt, weil am Anfang habe ich doch ein bisschen zu Axel hintendiert in Memory of Mark Neal, was auch immer mit dem geschehen ist. Und jetzt bin ich einfach gespannt, was passieren wird in Episode 2. Also ganz kurz, nächste Episode wird Folgendes auf uns zukommen, wenn der Updating-Content mal vorbei wäre. Assembly required. Gut, meine Freunde. Bis wir das hier machen, wird es einige Zeit ins Lande gehen, da ich das erstmal rendern muss, schneiden muss und noch alles. Deswegen werde ich am nächsten Mal wahrscheinlich sowieso die Steuerung wieder vergessen haben. Aber ich hoffe, euch hat das Let's Play gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao.